Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Nomsi-Folge. Wir sind heute mal unterwegs als Schienenersatzverkehr für die U-Bahn. Das Ganze fahren wir heute mal mit einem Scania City Ride. Den haben wir ja schon selten hier bei uns auf dem Kanal. Ich bin jetzt nicht so der große Scania-Fan, muss ich dazu sagen. Aber es ist trotzdem ein schönes Modell und von daher, ja, denke ich mir mal, werden wir uns das Ganze mal, wie gesagt, dementsprechend heute mal anschauen. Wir starten am Fährberliner Platz und fahren dann Richtung U-Bahnhof Wittenbergplatz. Das Ganze könnt ihr euch auf der Seite von OMSI Webdisk runterladen. Ja, es gibt dann, wie gesagt, einmal für die U-Bahn und einmal für die S-Bahn. Und als erstes wollen wir uns hier mal die U-Bahn anschauen. Wir sind erstmal soweit durch mit Telto. Die Linien, die es da sonst noch für Telto gibt, das sind immer nur so eine kleine, ja, halbe Strecken vielleicht, Viertelstrecken oder sowas. Also das ist jetzt nichts Volles und nichts Ganzes, was sich jetzt so nicht gelohnt hat, das Ganze zu zeigen. Deswegen überspringen wir das Ganze und wir gucken uns dann halt dementsprechend jetzt mal dieses hier an. So, allerdings starten wir erst um 8.50 Uhr, deswegen werde ich mal die Zeit mal ein bisschen vorspulen. Ich hoffe, das dauert jetzt Ganze nicht allzu lange. Ich habe die Karte auch mal wieder resettet, habe das Ganze nochmal auf Null gesetzt, sodass wir jetzt keine Porsches oder keine Luxuskarossen hier mehr drin haben sollten. Ich hoffe, das funktioniert und er hat es akzeptiert und übernimmt das Ganze. Jetzt müssen wir nochmal schnell die AI laden. So, da sind wir und von daher würde ich sagen, springen wir hier rein. Das Ganze natürlich wieder mit Track IR. So, los geht's. Wir hauen hier schon mal alles an hier. Zack. Dude. Wir haben alles soweit aktiviert. Und von daher müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis das Ganze hier... Oh. Man sollte auch den richtigen Schlüssel drehen. Entfernung bis Entfernung. Funk nicht verbunden. Schande. So. Zack. Licht an. So. 9691. Und das Ganze ist 1805. So. Dann haben wir das hier auch schon drin. Wir werden jetzt das Ganze dementsprechend umschalten, dass wir für den Ersatzverkehr für die U-Bahn sind. So. Jetzt muss das Ganze noch passen. Richtig. Wundervoll. Das reicht mir für ein Bild. Und dementsprechend haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht mehr. 17:50 ging das Ganze los, 8 Minuten. Ja, dann werden wir mal so langsam vorrollen und werden mal die Fahrgäste holen. Ja, was ist hier ein bisschen schwierig dran? Man muss die Karte leider ein bisschen kennen, weil es gibt hier keine Hilfspfeile. Deswegen seht ihr, ich habe auch keine Hilfspfeile an. Ich bin die natürlich schon mal ein bisschen abgefahren. Aber ich kenne mich ja hier eigentlich in Berlin auch aus. Gerade die Ecke hier hinten ist mir natürlich sehr bekannt. Das Problem ist, dass nicht alle Straßen hier vollständig ausgebaut sind. Und dementsprechend gibt es hier eine Straße, die ist total kahl, die wollen wir natürlich nicht fahren. Also fahren wir hier müssen wir ein Stück weiter fahren, um uns dann einen Abschnitt wenigstens anzugucken, wo halt die Karte bebaut ist. Ja, du kannst da hinten Cicero-Straße fahren, ne? Da hast du aber so eine riesen Leerfläche. Dann kommt der Betriebshof Cicero-Straße und dann kommt ja der U-Bahnhof Adenauer Platz denn, ne? Und da müssen wir ja hin. Als nächstes, ich gucke hier, unten haben wir den Plan, da sehen wir das Ganze. Zip. U-Bahnhof Fährberliner Platz, Adenauer, Uhland, Zoologischer Garten, Kurfürstendamm, Wittenberg Platz. Ja, also das ist halt unser Fahrplan heute. Und naja, jedenfalls, wie gesagt, gibt es hier keine Hilfspfeile. Da muss man sich ein bisschen erstmal zurechtfinden. Aber das machen wir schon. Ich hoffe nur, dass X10 heute mitmacht. Und OMSI und mir nicht wieder die Fahrzeuge unsichtbar anzeigen lässt. Das ist ein bisschen nervig tatsächlich. So, da kommen sie schon. Aufgrund Baumaßnahmen. So, dann lassen wir sie einsteigen. Hallo. Ja, einen wunderschönen. Ihr seht, es ist 8.43 Uhr. 8.50 Uhr sollte die U-Bahn fahren.
Ja, wie groß ist das Ganze? Ich glaube, ein paar MBs war es nur sogar groß. Wie gesagt, und es fügt nur Krone-Events hinzu. Also jetzt nichts groß Dramatisches oder so. Ich werde die Zeit jetzt noch mal ein bisschen vorspulen. So, jetzt haben wir 8:49 Uhr. Und damit sollte dann dementsprechend die Zeit getroffen worden sein. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. So, machen wir nicht allzu laut. Versteht ihr mich nicht? Ja, müsste aber passen. So, aber es ist 8:50 Uhr. Von daher. Los geht's. Ab zum Adenauer Platz. Nächster Halt, Adenauer Platz, U-Bahnhof Adenauer Platz, das nächste Halt. So, haben wir angesagt hier. Schön mit dem Gelenkbus hier durch, geil. So, hier kommen wir nämlich auch nichts rechts rum. Hier fährst du nämlich gegen so eine Wand. Ja, hier wurde einfach eine Wand platziert. Dementsprechend kannst du hier also nicht rechts abbiegen. Wisst ihr auch gar nicht, kommst du da eigentlich hin? Ich glaube, hier müsstest du eigentlich auch durchkommen. Hier kommst du von der Autobahn. Nee, ich glaube, hier durchfährst, bist du Leibnizstraße oder sowas. Na, glaub, nee, da bist du noch zu weit vorne. Nee, nee, also hier könntest du ja gar nicht langfahren eigentlich in der Regel. Weil dann müsstest du drehen wieder und das wäre alles blöd. So, in diese Straße könntest du jetzt hier reinfahren nach rechts. Da würdest du jetzt Richtung Cicero-Straße kommen. Ja. Aber ne, wenn man da so durchguckt, ja, also sieht man halt schon relativ kahl. Und wir wollen hier abbiegen. Weiß gar nicht, wann sollen wir denn da sein eigentlich? Boah. U-Bahnhof Adenauer um 56, also 6 Minuten. 6 Minütchen haben wir. Es müssen aber auch immer hier so eine riesen LKWs langfahren, verstehst du? Hier echt noch Platz, also könnten hier noch ein bisschen. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann müssten wir jetzt hier rechts fahren. War das nicht so? Ach, die meine Güte. Jetzt muss ich leider mal kurz gucken, dass ich jetzt hier selbst die Orientierung verliere. Das ist wahrscheinlich jetzt irrelevant, wo du jetzt eigentlich lang fährst. Du könntest jetzt der N10-Linie folgen. Kommst du da auch an der Stelle raus? Aber genau, ich wollte hier, genau. Ich wollte hier lang fahren. Deswegen blinken wir mal. Wir haben ja eh Zeit, von daher passt das. So 3 Minuten noch. So 30 von 22 bis 6.
haben wir ja nicht. So. Ja, jetzt geht's schon wieder los hier. Gucke hier. Liegt da wieder die Fahrzeuge nicht. Ich weiß nicht, was das schon wieder ist für eine Macke. Ach, super lästig. Einfach jetzt nicht dran stören lassen. Das macht er nur auf der Karte X10. So. Und damit sind wir auch schon am Adenauerplatz angekommen. Tja. So schnell kann es gehen. 56. Das ist 55. Boah, pünktlich, würde ich sagen. So, und das macht es halt richtig schwer. Weil, guck mal, da die Fahrzeuge. Er macht es sogar mit fahrenden Fahrzeugen, dass er mir die Fahrzeuge nicht mehr anzeigt. Also, das ist total echt. Da merkst du echt, dass Omsi echt eine riesen Baustelle ist. Aber gut, wissen wir ja nicht erst seit heute, dass es das ist. Ne? Also. Mittlerweile kann ich nur sagen, ich kann ein kleines Jubiläum feiern. Ich habe es geschafft, 1000 Stunden Omsi. Kein Parkplatz hier. So, nächster Halt. Ulanstraße. So, ich soll Sie schon grüßen. Schön M29 hier vor uns. Wir haben auch nicht über echt nicht überholen können hier. Steht wieder einer oder was? Leicht anstrengend. Ja, was soll ich denn machen? Der Formel fährt auch nicht. Keule, da hinten auf zu jammern. Oh, Alter. So, der fällt mir doch jetzt bestimmt in die Karre rein, oder? So, 58, 59, also wir sind eine Minute zu früh. Schön ist, hier steht auch dran, ne, Ersatzverkehr. So, wenn wir hier mal rangehen, ne, wird er da auch blinken, ne, Ersatzverkehr.
Hallo. So, nächste Halt, U-Bahnhof Kurfürstendamm. Ich hoffe unglaublich, dass die KI in Lotus irgendwann deutlich besser sein wird als in Omsi. Teilweise muss man schon sagen, es ist echt eine Zumutung. Wo kommt ihr hierher? Das ist ja perfekt. Dann können wir euch auch hier reinlassen. Aber ihr hättet doch alle mit dem M29 mitfahren können, Leute. Hallo. Wunderschön. Ja, ihr müsstet jetzt auch einsteigen. So, nächste Halt, Wittenbergplatz, Endhaltestelle, bitte alles aussteigen. So, mehr kommt nicht. Und dann haben wir auch den, ja, Schienenersatzverkehr durch, den U-Bahn-Ersatzverkehr. Es hat schon mal gefangen, ne? Wieder mit dem komischen unsichtbaren Autos hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nürnberger Straße. Genau, fahren wir am besten in den Bus rein, dann sind wir alle glücklich. Zum Terminus. Jetzt auch eine Haltestelle. Okay.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Häng am Kabel fest hier. So. Das war aber schon mal nicht der richtige. M46 Ankunft. M46 Ankunft? Mal was uns gucken. Ne. Okay. Keine Ahnung, wo die M46 Ankunft ist hier. Hier zumindest nirgendwo. Ach, hier. Hier etwa steht was an der Oranje. Naja. Wird jetzt nicht allzu dramatisch sein. Sind wir ein bisschen vorgefahren, gleich zum Pausenplatz. Was soll's. Ja, aber das war auf jeden Fall der U-Bahn-Ersatzverkehr heute. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze selber nachfahren wollt, dann könnt ihr euch das Ganze, wie gesagt, auf OmsiWeb das runterladen. Dann gibt es noch den S-Bahn-Ersatzverkehr. Und ja, da haben wir natürlich eine deutlich weitere Strecke. Da geht es aber vom Zoologischen Garten dann ja, bis nach S-Bahnhof Teltow. Und mal gucken, vielleicht gucken wir uns das noch an. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge OMSI. Hier natürlich auf ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!